Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Golden Handshake. Siemens-Generaldirektor Wolfgang Heson und Euroskills 2020 Aufsichtsrat Josef Herg unterzeichnen den Goldsponsorvertrag der Siemens AG für die Euroskills 2020. Jedes Jahr starten rund 100 Young Professionals bei Siemens, denn die Ausbildung der Nachwuchsfachkräfte hat hier eine lange Tradition. Neben einer Lehre gibt es auch die Möglichkeit der dualen Akademie sowie eines dualen Studiums, bei dem man nach erfolgreicher Beendigung sowohl eine abgeschlossene Lehre als auch ein FH-Bachelor-Studium in der Tasche hat. Die Lehrlinge werden bei uns fit gemacht für einen Einsatz bei Siemens im Unternehmen und der Vorteil ist, sie lernen an den modernsten Geräten, die auch die Kunden im Einsatz haben, die sie kaufen, und wir bilden sie auf diesen Geräten zukunftsweisend aus. Eine Ausbildung bei Siemens dauert zwischen 3,5 und 4 Jahren. Im Moment werden rund 400 Young Professionals unterrichtet. Robin Löhr und Julian Wissmann haben ihre Ausbildung bei Siemens bereits abgeschlossen und stellen ihre Fachkompetenz bei den Euroskills 2020 unter Beweis. Warum sie ihre Arbeit lieben, ist für sie klar. Das Besondere an meinem Job ist, dass er so vielfältig ist. Man hat von super vielen Berufsbereichen eine riesige Auswahl und man kann sich an allem ausprobieren und man weiß auch von so ziemlich vielen Sachen eine Menge. Das Besondere an meinem Job ist für mich, dass ich jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfrontiert werde und dass ich jeden Tag eigentlich dazulerne. Für Siemens-Generaldirektor Wolfgang Heson ist die Teilnahme eine tolle Möglichkeit, seine Youngsters im internationalen Vergleich zu erleben. Als Technologiekonzern leben wir letztlich von der Qualität unserer Mitarbeiter. Wir versuchen hier auf Stand zu bleiben. Aber letztlich ist es nur dann möglich, das auch zu überprüfen, wenn unsere Kollegen, die wir hier glauben, gut ausgebildet zu haben, sich in internationalen Wettbewerben auch profilieren. Und Euroskills bietet eine sehr gute Möglichkeit dafür. Bei Siemens hält man schon jetzt die Daumen und angesichts ihrer tollen Ausbildung sollte einer guten Platzierung eigentlich nichts mehr im Wege stehen.